So, dann wollen wir mal unseren Plan in die Tat umsetzen. Also, ich werde gleich die Polizisten ablenken, ich werde das Polizeiauto klauen und ihr zwei werdet dafür sorgen, dass die drei Dummköpfe da oben aus dem Gefängnis rauskommen. Habt ihr es verstanden? Seit wann machst du denn die Ansagen? Du bist ruhig, das war mein Plan. Stimmt ja. Mach nur, mach nur. Ich halte mich im Hintergrund. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die vier Polizisten reingehen. Das übernimmst du. Los, mach schon. Hoffentlich klappt das alles. Ich bin ziemlich aufgeregt. Mach jetzt. Los, da. Der Waldbrand muss also von den zwei verursacht worden sein. Sehr, sehr komisch. Habt ihr eigentlich noch was Verdächtiges gesehen, als ihr dort vor Ort wart? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass das Lager sehr gut getarnt war. Es hätte sein können, dass sich dort jemand versteckt hat, aber wir haben niemanden gesehen. Hey, sorry, dass ich euch mal unterbreche, aber ich habe mal eine Frage an euch. Ist das normal, dass die drei da oben an der Zellenwand kratzen? Was machen die? Versuchen die etwa auszubrechen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wollte euch nur darauf hinweisen. Okay, danke für den Tipp. Los, alle mitkommen. Wir müssen die drei da oben sofort untersuchen. Frank, Tor öffnen. Tor wird geöffnet. Kommt, schnell, schnell, schnell. Wir haben nicht mehr zu viel Zeit. Nicht, dass sie noch abhauen. Los jetzt, du kannst jetzt ans Polizeiauto gehen. Alles klar, ich komme ja schon. Oh Mann, ich war lange keinem Gefängnis mehr so nah. Das fühlt sich nicht gut an. Und ich begebe mich mal an die Rückwand des Gefängnisses. Ich schau mal, was dort so abläuft. Okay, kann ich sie alarmieren? Ja, mach ruhig. Jetzt kannst du sie alarmieren. Das Auto habe ich ja schon geklaut. Haha, ich bin lange nicht mehr in einem coolen Polizeiauto gefahren. Beziehungsweise eigentlich habe ich immer auf der Rückbank gesessen. Hey, hey, komm zurück, schnell. Hier hat jemand ein Polizeiauto geklaut. Ich glaube, das ist der Langfinger, den wir schon die ganze Zeit suchen. Haha, ihr Dummköpfe, ich verschwinde von hier. Schönen Tag noch, das Polizeiauto ist jetzt mir. Verdammt, das war er wirklich. Los, Drak, Feuer auf das Auto. Okay, Feuer frei. Hey, aufhören zu schießen, das bringt nichts. Ihr erwischt ihn nicht mehr. Wir müssen sofort in den Hubschrauber und dem Auto folgen. Schnell, schnell, schnell. Hättest du uns nicht ein bisschen früher alarmieren können? Na toll. Na los, alle hoch zum Hubschrauber. Das hättest du schon früher sehen müssen. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Und was das ist, werde ich garantiert herausfinden. Da kannst du dir sicher sein. Wir haben kein so gutes Gefühl bei dem neuen Kollegen. Wir werden hier bleiben und ihn ein bisschen verdeckt beobachten. Einverstanden? Okay, okay. Wenn wir euch brauchen, melden wir uns bei euch. Wir werden jetzt erstmal das Polizeiauto verfolgen und es versuchen anzuhalten. Alles klar, dann wünschen wir euch viel Erfolg. Dann startet mal. Pilotin, Abflug. Wir müssen in Richtung Autobahn. Der Langfinger hat das Polizeiauto geklaut. Alles klar, wir starten. Okay, viel Erfolg, ihr drei. Kommt, Drak, wir machen so, als ob wir nicht da wären. Wir verstecken uns jetzt erstmal unten. Das machen wir. Irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Los jetzt, ihr habt jetzt die Möglichkeit auszubrechen. Wir haben für euch die Polizei beseitigt. Alles klar, dann werden wir jetzt verschwinden. Seid ihr bereit, ihr zwei? Na klar, nichts wie raus hier. Das denke ich auch, nichts wie raus hier. Seid gespannt, was draußen auf euch alles wartet. Das wird bestimmt ganz schön lustig für euch. Ich verschwinde jetzt wieder. Dieser Kerl ist ganz schön komisch, aber egal. Hauptsache, wir kommen hier raus. Perfekt, das Schloss ist auf. Öffnet die Tür und ab geht's in die Freiheit. Wie easy war das denn? Unser Plan hat funktioniert. Super Arbeit. Deine Bezahlung wirst du später dafür bekommen. Alles klar, dann begebe ich mich jetzt wieder zurück. Nicht, dass irgendwelche Kollegen noch Verdacht schöpfen. Ich hoffe nur, dass die drei jetzt hier rauskommen. Das sollte eigentlich funktionieren. Niemand Wichtiges ist mehr in der Polizeistation, der davon was mitbekommen könnte. Und ich hoffe mal, dass sie dann ihren Job gut machen werden. Aber im Endeffekt werden alle erledigt. Robin Bergmann, Dreck und Drak, das SEK und die drei Ausbrecher. Keiner wird mehr übrig bleiben. Gut, wenn du das meinst. Ich bin hiermit raus. Ich denke, ich werde mich von der Polizei schon wieder verabschieden. Ich werde noch ein oder zwei Tage hier drinnen bleiben. Und dann werden wir uns wieder treffen zur Geldübergabe. Das machen wir. Ich werde dich kontaktieren. Dreck, hast du das gehört? Irgendjemand soll ausbrechen und die arbeiten zusammen. Das müssen wir Robin mitteilen. Aber ich denke, jetzt haben wir gegen die zwei keine Chance. Die würden auch gegen uns schießen. Und schau nur, dieser Kerl ist schwer bewaffnet. Wir sollten uns jetzt erstmal um die Ausbrecher kümmern. Anscheinend versucht hier irgendjemand abzuhauen. Und das werden wir unterbinden. Und die zwei werden wir uns auch noch schnappen. Und zwar bei der Geldübergabe. Bis dahin müssen wir dieses falsche Spiel mitspielen. Das machen wir, Drak. Und dann kommen wir zum SEK. Richtig, dann werden wir diesen Fall lösen. Gleich sind wir draußen. Das war easy, gar keine Probleme, keine Polizei. Das haben sie schon super geplant. Na, was habt ihr jetzt vor? Ich werde erstmal zu meinem Primo gehen und dort Unterschlupf finden.
Ich komme mit dir. Richtig. Und dann holen wir uns endlich unsere Diamanten und verschwinden für ein für alle Mal aus dieser Stadt. Ich glaube, da gibt's aber noch was zu klären vorher. Und ich glaube, ihr müsst auch noch ein paar Jahre da drinnen absitzen. Das war's mit eurem Ausbruch. Schlüssel her und zurück in die Zelle. Ha, da haben wir euch drei festgenommen. Das hat ja super geklappt. Bitte, bitte, lasst nur mich gehen. Ihr wisst doch, dass ich nichts Böses gemacht habe. Es tut uns leid, aber keiner darf verschont werden. Und jetzt alle drei zurück in die Zelle, aber zack, zack. Na, wartet ihr Polizisten. Ihr kriegt noch eine böse Überraschung von mir. Ich verstecke mich jetzt erstmal hier im Wald und warte, bis ihr kommt. Und dann verschwinde ich. Aber davor gebe ich euch noch ein kleines Geschenk. Ich kann immer noch nichts sehen. Dreh mal ein Stück weiter. Ah, weiter nach rechts, da ist es. Ich habe das Polizeiauto im Visier. Da sollten wir runtergehen, aber ich sehe im Moment nichts von irgendeinem Verbrecher. Vielleicht hat er sich irgendwo im Wald versteckt. Wir müssen runtergehen und landen, dann schauen wir nochmal, ob wir was Besseres sehen. Also gut, dann runter. Okay, wir landen. Flieg direkt weiter. Alles klar, ich flieg zurück zur Polizeistation. Okay, im Auto ist keine Spur von dem Verbrecher. Anscheinend ist er in den Wald geflüchtet. Moment, sehe ich da hinten nicht etwas? Das ist er doch, oder? Ja, das ist er. Hände hoch. Nehmt das, ihr zwei. Ich komme immer mit einer Überraschung. Verdammt, und schon wieder ist er verschwunden. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, ich krieg auch gerade einen Funkspruch. Robin, kannst du uns hören? Ja, ich höre euch. Was ist denn, Fred? Was ist denn bei dir los? Ach, wir haben den Verbrecher gerade schon wieder verpasst. Er hat Rauchbomben auf uns geworfen und ist danach verschwunden. Bei uns war extrem viel los. Also, der neue Polizist, der arbeitet mit dem Phantom zusammen. Oh, ich wusste, dass was nicht mit ihm stimmt. Dann haben noch die drei Gefangenen versucht auszubrechen. Wie sind die denn rausgekommen? Die hatten einen Schlüssel für das Gefängnistor. Was? Wo hatten die den denn? Anscheinend auch von dem Phantom. Ich glaube, wir müssen die Jagd ein bisschen beschleunigen. Das Ganze muss jetzt ein Ende finden. Das denken wir auch. Und habt ihr auch eine Idee, wie wir das machen können? Ja, es wird anscheinend bald eine Übergabe geben von dem neuen Kollegen und dem Phantom. Er wird ihm Geld geben dafür, dass er uns betrogen hat. Okay, und dort schlagen wir zu. Richtig, das machen wir. Und dann nehmen wir sie alle fest. Super, ihr zwei. Das hört sich schon sehr gut an. Ich denke mal, dann haben wir sie. Ich denke auch. Die machen wir dingfest.